Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Video von mir. Heute komme ich mal einem Videowunsch nach. Und zwar machen wir heute 5 Snacks für euer Osterbrunch-Buffet. Ich hoffe auch hier natürlich wieder, dass für den einen oder anderen was dabei ist. Jetzt starten wir direkt und ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, ihr Lieben, wir starten mit etwas ganz Einfachem. Hier habe ich euch schon mal alle Zutaten eingeblendet, da könnt ihr euch gerne Screenshot machen. Ist doch meistens am einfachsten, habe ich mir gedacht. Genau, das gibt so ein schöner Laugenkranz mit einem richtig leckeren Dip. Worauf ich immer achte, wisst ihr ja, dass es nicht lange dauert und vor allem, dass man nicht allzu viele Zutaten benötigt. Hier habe ich jetzt erstmal die TK-Laugenstangen auftauen lassen und habe die in jeweils 6 Stücke geschnitten. Ja, dann schon mal ein Backblech mit Backpapier ausgelegt, eine Schüssel in die Mitte, denn die soll da auch später wieder hin nach dem Backen. Und dann habe ich einfach kleine runde Kugeln geformt und einmal um die Schüssel drum herum gelegt. Das ist einfach... ja, mega easy, aber ich finde gerade für so ein Brunch-Buffet sieht sowas immer ganz schön aus. Man kann da ja alle möglichen Formen mitmachen mit diesen Laugenstangen. So, da war es passiert. Schüssel kommt raus, weil meine nicht ofenfest ist. Und genau, dann habe ich das Ganze noch mit ein bisschen Sesam bestreut. Ihr könnt ja auch Mohn nehmen, Käse, Sonnenblumenkerne, was auch immer ihr haben wollt. Und das Ganze habe ich dann für circa 12 Minuten gebacken und währenddessen habe ich schon alle anderen Zutaten miteinander vermengt für unseren Dip quasi. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren mal gesehen, das Rezept, und dachte, muss ich testen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das mit dieser Zwiebelsuppe schmeckt. Aber das ist echt ultra lecker, wirklich. Ich kann euch das so, so sehr empfehlen und ich weiß gar nicht, warum ich das bis heute nicht mit euch geteilt hatte. So, das habe ich jetzt nochmal umgefüllt in die Schüssel, die ja gleich wieder in die Mitte kommt. Da war unser Kranz dann auch schon fertig. Genau, nachdem es dann abgekühlt war, habe ich das dann auf eine Servierplatte gegeben. Und ja, Dip in die Mitte und schon war der erste Snack erledigt. Probiert es wie gesagt mal aus, es ist echt super lecker und lässt sich richtig gut vorbereiten. Weiter geht es schon mit dem nächsten Snack und zwar werden das super leckere Flammkuchenbrezeln. Auch die machen sich auf einem Brunch-Buffet eigentlich immer ganz gut und die lassen sich ganz gut vorbereiten. Das Schöne bei den Flammkuchenbrezeln ist halt, die schmecken kalt sowie warm. Ja, dann habe ich erstmal Frühlingszwiebeln ganz klein, also in dünne Ringe geschnitten. Und dann kommen schon alle Zutaten in die Schüssel mit rein. Das, was ihr jetzt gesehen habt, langt so für circa, also die Zutaten für circa 4-5 Brezeln. Ich habe euch da jetzt keine genauen Angaben gemacht, weil ich das ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen nach Gefühl mache. Ganz wichtig ist noch Salz, Pfeffer. Ich habe das total vergessen aufzuschreiben, verzeiht es mir bitte. Ja, genau. Das Ganze, wie gesagt, miteinander vermengen und dann könnt ihr es schon auf die Brezeln draufgeben. Und dann ja, kommen das in den Backofen und die habe ich so circa 15 Minuten gebacken. Die Brezeln waren aber auch schon komplett aufgetaut. Und da waren sie schon fertig, wenn es doch nur immer so schnell gehen würde wie im Video, oder? Aber schaut euch die mal an, die sehen doch echt lecker aus, oder? Und schon geht es weiter. Ihr seht, wir brauchen wirklich nur 3 Zutaten. Die Spitzpaprika, etwas Kräuterfrischkäse und Dill. Vielleicht könnt ihr es euch schon vorstellen, was da jetzt passiert. Eigentlich hätte ich ganz gerne orangene Spitzpaprika gehabt. Ich habe überall im Laden geguckt. Da war ich im nächsten Laden und noch in einem Laden. Ich habe sie nirgendwo bekommen. Das wäre halt einfach das Nonplusultra gewesen. Denn wir werden jetzt gleich die Paprika füllen und ordnen den Dill so an, dass es ausschaut, als wäre es eine Karotte. Was dann halt perfekt aufs Osterbuffet passt. Und ich schwöre euch, das ist so lecker. Ich esse das öfters mal ganz gerne. Einfach nur so ein bisschen Gemüse, auch gern mit Gurkenscheiben und da so ein bisschen Kräuterfrischkäse drauf. Sau lecker, sage ich euch. Naja, also wie gesagt, wenn ihr vielleicht das Glück habt und eine orangefarbene Spitzpaprika findet, dann schnappt die euch ganz schnell, weil das sieht einfach so cool aus, wenn es fertig ist. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe die Spitzpaprika eigentlich nur aufgeschnitten. Dann kommt der Frischkäse rein, der Dill wird eingeordnet und fertig ist quasi unsere Karotte. Ja, und das habe ich natürlich dann auch mit den restlichen Paprikas so gemacht. Auch hier wieder keine Mengenangaben.
weil manch einer will 20 auf dem Buffet, der andere vielleicht nur 4, 5, 6 Paprika. Einfach nach Gefühl. Ich hatte da jetzt so ein halbes Paket. Das sind so circa 150 Gramm Kräuterfrischkäse. Und ja, bei mir hat es gerade geklingelt, aber kein Problem. Es ist nämlich jemand da, der hoffentlich die Tür öffnet. Ja, da geht gerade die Tür auf, ich höre es doch. So, sorry, jetzt war ich hier leicht abgelenkt. Jetzt hört ihr gleich auch den Hund. Ah, hier ist was los, gell? Obwohl ich mich schon ins Büro verschanzt habe. So, genau, also wie gesagt, ich habe das mit allen anderen dann auch so gemacht. Und dann ist der Snack tatsächlich schon fertig. Da kann man das noch schön vielleicht ja auf einer Platte anrichten. Ist einfach, ja, eine richtig schöne Sache. So, weiter geht es. Tatsächlich habe ich euch das schon mal gezeigt. Und zwar hatte ich euch da mal ein Video gemacht mit Croissant-Ideen. Man kann da ja so mega gute Sachen machen aus diesem Knack- und Back-Croissant-Teig. Ihr seht auch wieder nur 3 Zutaten. Und da habe ich jetzt einfach, sagt es mir, die Teigrolle erstmal geöffnet und habe den Teig ausgerollt. Im Hintergrund hört ihr natürlich, mein Kind, es hat geklingelt, ein Paket kam. Genau, und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Paket für mich ist. Ich warte nämlich dann noch auf 1, 2 und hoffe, dass er da jetzt nicht reinguckt. So, auf jeden Fall, genau, ne, habe ich dann den Teig erstmal so zurechtgeschnitten. Ist ja dann immer schon vorgegeben. Dann habe ich gekocht das Schinken und so ein bisschen von dem Käse aufs Croissant gemacht. Ich habe den Schinken auch nochmal so ein bisschen umgeklappt, dass er nicht über den Rand geht. Genau, also so ein bisschen Käse drauf und dann das Croissant schon zusammengerollt. Gebacken habe ich diese Croissants so circa, oh, ich meine es waren, sagt mir, 12 Minuten bei 180 Grad. Alles, was ihr heute seht, was ich backen muss, mache ich eigentlich immer bei 180 Grad. Eine andere Temperatur gibt es bei mir im Backofen tatsächlich nicht. Doch, gibt es natürlich schon, benutze ich aber nicht. Genau. Also ihr seht, es ist echt mega, mega easy. Ich versuche es mir immer einfach zu machen. Da bin ich ganz ehrlich. Weil gerade wenn man so einen Brunch, so einen Osterbrunch macht, man will ja nicht nur 1, 2 Sachen auf dem Tisch haben oder auf dem Buffet haben. Okay, die waren ein bisschen zu lang drin, ihr seht's. ja, und dann mache ich lieber einfachere Sachen, dafür aber mehr, damit schön Auswahl da ist. So, Croissants anrichten und tada, dann sind auch diese hier schon fertig. Ihr seht, das geht hier ruckzuck. Übrigens dürft ihr euch freuen, die nächsten Tage gibt es noch viel, viel mehr Rezepte und ich hoffe, ihr freut euch. So, weiter geht es mit dem letzten schon. Und zwar brauchen wir da einmal Blätterteig, Frühlingszwiebeln, Streukäse, Creme Fraiche, Eigelb und etwas Milch. Denn wir machen jetzt Blätterteigschnecken. Erstmal normale Blätterteigschnecken, aber da seht ihr schon, Zahnstocher oder Spieße nach Bedarf braucht ihr noch. Weil ich mir gedacht habe, ich könnte ja auch ein paar Blätterteig-Lollis machen. Die schmecken zum Beispiel den Kindern meistens ein bisschen besser. Einfach nur, weil so ein Zahnstocher drin steckt. Naja, auf jeden Fall habe ich erstmal den Teig ausgerollt. Der war so ein bisschen störrisch tatsächlich. Und dann habe ich noch ein bisschen Creme Fraiche drauf gestrichen auf den Teig. Also aber nur auf die Hälfte. Warum, seht ihr gleich noch. So 2 Esslöffel. Genau, hatte ich ein bisschen Salz, Pfeffer noch drüber und dann einfach mit dem Rest belegen, außer natürlich mit dem Ei und der Milch, das brauchen wir dann gleich am Schluss dann noch. Ja, dann habe ich den Blätterteig einmal so zusammengeklappt und dann kommt auch schon gleich der Pizzaschneider zum Einsatz. Aber, ach so, ja genau, wichtig, jetzt hätte ich diesen Schritt vergessen, natürlich erstmal den Teig noch so ein bisschen andrücken am Rand. Und dann, genau, kommt jetzt schon der Pizzaschneider. Das habe ich versucht, in gleich große ja, so Teile zu schneiden. Und dann wird das einfach nur so zusammengerollt mit der geschlossenen Seite zuerst. Und ihr habt ein richtig kleines, süßes Röllchen. Und wie gesagt, das könnt ihr dann ausspießen, sodass ihr quasi so Blätterteig-Lollis habt. Oder dann halt einfach nur Schnecken machen. Und das Schöne beim Blätterteig finde ich einfach, man kann so viel mitmachen. Ich hatte auch tatsächlich schon Hackfleisch drinnen mit ein bisschen Paprika und Creme Fraiche, das kam sehr gut an. Im Pizza-Style, einfach nur mit Nutella und Erdbeeren, Nutella und Bananen. Das ist Wahnsinn, ihr könnt ja so viel machen. Einfach nur Schinkenkäse, nur Käse, also Blätterteig finde ich echt genial. Finde ich, macht sich immer ganz gut auf einem Buffet. Und ja, dann habe ich jetzt noch so ein bisschen Milch mit dem Eigelb vermischt.
habe diese Teile damit bestrichen und dann waren sie auch schon fertig. Wie gesagt, so circa 12 Minuten wurden die dann auch gebacken. Und damit ist dann auch schon die letzte Brunch-Idee tatsächlich fertig. Ich zeige euch jetzt aber gleich nochmal, wie alles zusammen aussah. Ich fand das mega schön. Beim Osterbrunch wird da jetzt natürlich noch viel mehr stehen. Schaut euch auch gerne mal die süße Variante an. Das habe ich euch ja auch schon gedreht. Und so hat man ruckzuck ein richtig schönes Osterbuffet. Beziehungsweise ein Osterbrunch. Ihr Lieben, das war es jetzt auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich natürlich wieder riesig über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Und dann sage ich, bis ganz bald. Ciao!